In diesem Video geht es um die passende Hundeleine. Und warum das alles so wichtig ist und warum man darüber sprechen sollte, erfährst du in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, jetzt pass mal auf, ich mache jetzt mal eine typische Handbewegung für einen Hundebesitzer in der kühlen Jahreszeit. Ich nehme mir die Hundeleine und dann hänge ich mir die um die Schulter. So, und genau warum das nicht immer so aussieht, sondern halt auch mal ganz anders, das hat so seine Gründe. Die erzähle ich dir im Warmen und dafür kommst du jetzt einfach mal mit. Los! Ja, hier ist meine Werkstatt. Hier entstehen alle Leinen, die ich in meinem Shop anbiete. Also alle Leinen, die es da zu sehen gibt, sind genau durch diese Hände gegangen. Ja, es ist wirklich so, eigentlich zu jedem Hund gehört auch eine Leine. Und was ich da eigentlich, ich will nicht sagen täglich, aber schon wirklich ganz, ganz oft erlebe, das ist, dass die Leine aber mal überhaupt nicht zum Hund passt. Also fangen wir mal einfach beim Material schon an. Ich habe ganz oft, dass natürlich, dass ein großer Hund das Problem macht, dass er halt an der Leine noch nicht artig geht und ordentlich zieht. Wenn dann der Besitzer eine Leine dabei hat, die vielleicht sogar noch aus rundem Nylonmaterial besteht, dann ist das nicht sonderlich angenehm in der Hand. Und ja, die sich dann gedacht haben, okay, jetzt habe ich die Leine schon mal, jetzt behalte ich die auch, die kommen dann mit Handschuhen, auch im Sommer, weil das sonst nicht auszuhalten ist. Es geht, ich will nicht sagen, bis zur Brandblase, aber das ist unangenehm, richtig unangenehm. Ja doch, stimmt, Blasen habe ich auch schon gesehen an den Fingern, wenn die immer versuchen zu bremsen, weil der Hund halt noch so doll zieht. Würde ich mal ganz einfach sagen, ungeeignet. Ne? Dann die Länge der Leine. Ich mag das ja, das weißt du ja aus meinen Videos, so ein bisschen oldschool schon. Und deswegen habe ich auch ganz oft eben das mit meinen Leuten da so im Kurs auch so drin, dass ich die bitten möchte, sich die Leine einfach mal so umzuhängen. Nicht nur, weil ich das von früher kenne, sondern wirklich, weil das eine ganz schöne Übung ist, womit man eben dann auch wirklich mal merkt, wie oft man im Kopf hat, dass man jetzt den Hund von irgendwie was zurückhält. Also man möchte den immer nur zurückhalten und man zeigt dem Hund gar nicht, wo man denn stattdessen meinetwegen hingehen möchte oder dass man ihn blockiert oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall brauche ich dafür die Leine auch mal, dieses Erlebnis überhaupt, dass diese Leine nicht bei mir in der Hand ist, sondern dass ich über den Hund bestimme, indem ich mich halt entsprechend bewege. Dafür gerne meine Übung, dass sich die Leute die Leine umhängen sollen. So, und dann beginnt das Drama. Jetzt haben sie alle irgendwelche Leinen ja gekauft, Tierbedarfs, Supermarkt hätte ich fast gesagt, oder auch online. Und da sind da eigentlich immer drei Verstellmöglichkeiten, also von ganz lang bis ganz kurz. Aber irgendwie denke ich mir, welcher Honk hat da jetzt gesessen und hat diese Ringe, wo man dann den Karabiner reinhakt, da befestigt? Weil, also wenn du jetzt nicht nur, bei einigen Leinen ist es so, wenn du kein Lilliputaner bist und eventuell eine deutsche Dogge besitzt, dann hängt der kleine Hund in der Luft. Das passt nicht. Das ist nicht passend. Oder wie kann man eine Leine, die jetzt anscheinend ja dann zum Umhängen gedacht ist, 3,50 Meter lang machen? Das geht nicht. Das passt höchstens, wie gesagt, wenn ich 2,50 Meter bin und ich habe einen ganzen kleinen Hund, dann mag das sein. Aber ansonsten ist es einfach nicht ordentlich, nicht handelbar. Die Leine ist so wichtig eigentlich, weil ich brauche die, sonst kann ich mit dem Hund mein Training nicht machen. Und ich will nicht Gassi gehen, weil wer hat schon das Glück, dass er jetzt wirklich komplett ohne Leine auskommt. Und dafür braucht es vernünftiges Material, dass es auch wirklich richtig gut klappt. So, jetzt bin ich hergegangen und habe mir gedacht, wenn es diese Sachen nicht zu kaufen gibt oder zumindest nicht so, dass man jetzt da sofort so bäm als Ersthundbesitzer, der sich eine Ausrüstung zulegen möchte, da selber drauf kommt, ich baue die so, wie ich denke, dass es gut ist. So, und dann ging es los. Welches Material? Jeder, der schon mal in meinem Shop war, der weiß, dass ich jetzt für zum Beispiel Schleppleinenzeugs da schon dieses Biotane-Material also richtig gut finde,
weil eine Schleppleine halt, deswegen heißt das Ding so, auch halt auch mal schleppt. So, und da geht es vorrangig darum, dass sich das Ding nicht jetzt da komplett mit Modder vollsaugt und halt immer auch noch schön, ja, zu handeln ist. Eine Führleine, die dann auch noch genutzt werden soll als Umhängeleine, weil ich halte das für richtig und für gut, die habe ich als, gut, ich gebe es zu, wirklich Oldschool-Anhänger aus Fettleder. Fettleder ist so toll. Fettleder ist einfach super. Du hast es in der Hand und dann hast du auch was in der Hand. Es fühlt sich einfach richtig schön griffig an. Ein Fettleder muss man auch nicht wie ein normales Blankleder wirklich jetzt dann immer da ölen, was da immer so behauptet wird, sondern das Ding heißt deswegen Fettleder, weil es schon fett ist. Ne? So. Dann bin ich hergegangen, habe mir richtig also auch ausgemessen, wo müssen dann die Ringe sitzen, dass es auch Sinn macht, dass man das auch so benutzen kann, wie es Sinn macht. So, und so ist dann meine Leine entstanden, die ich dir an die Hand geben möchte. Es ist einfach, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Andere würden jetzt in der Küche stehen und Plätzchen backen. Wollen wir mal erwähnen, ich kann auch Plätzchen backen. Die sind echt mehr als essbar, also die schmecken sogar, aber Steffi sitzt halt dann lieber in der Werkstatt und bastelt Leinen für dich. Und wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ich jetzt auf die Idee gekommen bin, hey Mann, also das ist offensichtlich echt schwierig, dass man da eine vernünftige Leine, also eigentlich vernünftiges Arbeitsmaterial, da überhaupt kaufen kann, weil das in der Kundschaft halt öfters so ist. Mit Leuten, die halt kein Gardemaß haben oder auch nicht jetzt so mittelgroß sind, sondern halt ganz klein oder wie auch immer, war immer oft das Problem, dass die Leine halt von der Länge überhaupt gar nicht passt. So, und ich hatte mir selber für mich, für meine Hunde, da Fettleder schon bestellt gehabt. Und ja, besonders bei einer Frau, die halt jetzt wirklich mal, also für eine Frau extrem groß ist, die gesagt hat, ich finde nichts Vernünftiges, was ich dann auch so als Umhängeleine wirklich nutzen kann für meinen Hund, habe ich gesagt, komm, das probieren wir einfach mal aus, habe Maß genommen sozusagen und dann kam tatsächlich so diese Länge raus, die jetzt wirklich da, also für so gut wie jeden Menschen und jeden Hund echt passend ist. Und so ist das zustande gekommen und dass diese Frau, die war so begeistert, weil die kannte jetzt so eine Fettlederleine noch nicht. Die hat gesagt, das ist toll, das fühlt sich gut an. Man hat wirklich einfach auch Griff dabei und es ist weich, es ist einfach schön auch. Ich finde es auch schön, weil Messingbeschläge habe ich mir dazu ausgesucht. Also einfach was Hochwertiges, nicht irgendwie so einen billigen Zinkdruckguss, der nach 100 Öffnungen da schon gleich anfängt zu knirschen und zu blockieren. Und ja, so ist das eigentlich entstanden. Also das, was ich so gerne mag, nicht irgendwie von der Stange so, ja, kann man so machen, sondern wirklich aus der Praxis bewiesen, dass das so, wie es jetzt ist, richtig gut ist. Ja, und weil das halt nun mal auch so ist, dass die Hunde ja auch deutlich unterschiedlich groß sein können, weil ich muss da gerade lachen, weil ich gerade an einen Chihuahua denke, der hatte eine Leine dran, da wog der Karabiner mehr wie der ganze Hund. Und das war jetzt wirklich, also war nicht so sonderlich gut. Habe ich mich festgelegt auf drei verschiedene Stärken, die ich anbieten möchte. Das eine, das ist wirklich 8 mm, das ist ganz, ganz fein, das ist wirklich, also richtig, richtig nett. Aber wäre halt jetzt vielleicht nichts, wenn man jetzt da so einen wilden Schäferhund bändigen möchte. So was Mittelprächtiges, sag ich mal, also was eigentlich jedem Hund standhält, den es so gibt. Und etwas wirklich deutlich Stärkeres, das ist 16 mm, weil ich fand, also noch dicker, dann hast du ja wieder so einen Knubbel da in der Hand, weiß ich auch nicht. Und du weißt ja meine Einstellung jetzt, ja, was die Leine überhaupt angeht. Natürlich gibt es auch Hunde, die das alles erst noch lernen müssen und so, aber ich mag nicht davon ausgehen, dass ich jetzt gleich von einem wahnsinnigen Hund da anfange zu denken, sondern sagen wir mal so ein ganz normaler Hund, der eigentlich schon auch relativ brav an der Leine geht. Wo es nicht, also reißen wird es nicht, aber das geht jetzt nicht darum, ein Wildpferd einzufangen, sagen wir mal, ne? So, und deswegen 3 verschiedene Stärken, weil das, denke ich, kommt der Sache, macht es einfach passend. Ja, und weil ich das alles selber mache und da das natürlich auch ganz schön Zeit in Anspruch nimmt, habe ich mich erstmal festgelegt auf eine, sag mal, farbliche Auswahl, die ich auch oldschool-mäßig passend finde, nämlich so schöne, richtig schöne Lederfarben
Und eine, die, sagen wir mal, etwas moderner ist, halt nämlich, also finde ich zumindest, einen schönen, ansprechenden Grünton. Lime Green heißt die Farbe jetzt ganz offiziell. Es ist ja alles jetzt erstmal so wie so eine Art ja, Pilotprojekt, also eine recht begrenzte Stückzahl, die ich da jetzt erstmal anbiete. Und ob da noch dann weitere Farben mit ins Sortiment reinkommen, das lasse ich mir dann noch einfallen. Mal schauen, wie es so angenommen wird überhaupt. Aber wenn ich dann noch raufgucke, ich bin echt so, schöne Leinen. Ja, solltest du denn vielleicht auch noch auf der Suche sein nach einer vernünftigen Leine, also die zu dir passt und vor allen Dingen auch zu deinem Hund, also von der Länge, vom Material her, von der Dicke und so weiter, dann könntest du ja mal in die Infobox reingucken, da habe ich nämlich meinen Shop verlinkt. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch wünschen, dass du weiterhin gesund bleibst, dass du weiterhin viel Spaß mit deinem Hund hast und dass wir uns bald wiedersehen in einem meiner nächsten Videos. Alles Gute! Deine Steffi.